Okay, es fehlen zwei Roboports, um die komplette Mauer da abzudecken. Das sollte machbar sein. Und wo ich gerade mal hier bin, einfach nur so ein bisschen drauf rumhauen, bis ich einen Topaz finde. Damit ich dann nachher wenigstens, also in schätzungsweise 4, 5 Folgen, wenigstens zwei Türme bauen kann. Also ich hoffe für die Türme, dass sie wirklich, wirklich gut sind, weil das ist sonst eine Hölle, die abzubauen. Wahrscheinlich hätte ich mich erstmal drauf stürzen sollen, die MK5 Drills zu erforschen. Damit ich das hier automatisieren kann. Ein Tupas-Ohr. Sehr gut. Und die Tränke sind fertig. Mach mehr Tränke. Will ich das jetzt stilllegen? Ja, ist okay. Jedes bisschen Kupfer hilft. Hier kannst du mit reinschmeißen. So. Wie schaut's mit grünen Tränken aus? Wir kommen auch nicht wesentlich besser hinterher, ne? Nö. Wir sind ja sogar noch langsamer eigentlich. Warte mal, wir haben doch Speed-Module, ne? Ja, das geht jetzt auf den Smog und das geht auf den Stromverbrauch. Ja, Energieverbrauch plus 180%. Aber Crafting Speed 2,75. Go, go, go. Goodie. Also die sollten schon mal hinterherkommen. Was mit euch? Hellblauen trinken? Ihr kommt viel besser klar als die da drüben. Okay. Da kommen sie schon überall angeflogen. Fast alle sind am Brutzeln. Außer der hier. Der kriegt von mir so einen kleinen Vorrat. Brutzel. Sollte sich jetzt legen. Okay, sehr schön. Aber es sollte nur eine temporäre Lösung sein. Nicht unbedingt jetzt wegen Smog, weil der geht hier, aber wegen Stromverbrauch. Das, ne? Kein einziger Schuss fällt gerade. Und wir haben keinen Akkupark. Den wir übrigens auch mal anlegen sollten mit der Zeit. Oh, lasst mal die Jungs frei. Akkupark sollten wir echt anlegen. Weil wenn später die regelmäßigen Angriffe kommen, dann brauchen wir einen sehr, sehr großen Puffer. Das heißt, hier oben hätte ich ganz gerne irgendwo die Bahnstation, denke ich. Dann können wir die Schmelzen hier unten schon in der Nähe lassen. Da also, ne? Da unten ist hier nichts geplant. Also hier eine Reihe unter den Schmelzöfen. Also hier. 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 Ab hier. Damit wir hier noch so einen kleinen Puffer haben. Du bist auch jetzt komplett alle. Okay. Genau, und da unten machen wir einfach ganz, 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 ganz viele Akkus hin. Ich weiß noch nicht welche. Ich hatte mich in der letzten Staffel mal so ein wenig vertan mit Input und Output. Wobei ja beides wichtig ist. Aber es ist wichtig, dass wir das schnell, möglichst schnell rausbekommen, den Strom. Damit im Ernstfall die ganzen Türme auch ihren Strom bekommen. Aber wenn die Akkus es dann nicht schaffen, sich tagsüber auch voll zu laden, dann bringt es halt nichts. Deswegen denke ich, setze ich die stinknormalen Akkus. Kann ich davon schon ein paar bauen? Also erstmal noch bitte ein bisschen Licht. Genau. Licht, Licht. So. So. Akkus, Strom. Nur die ganz normalen kann ich bauen. Haben eine Capacity von 5 MJ. Baum. Dafür brauchen wir die Capacitors. Die habe ich noch nicht automatisiert, ne? Nee. Könnte ich aber mal. Habe ich eine Fabrik irgendwo rumliegen? Nee. Dann breche die mal ab. Bau eine blaue Fabrik. Setz die hier hin. Die würde gerne herstellen. Die hier. Eisenplatten, Kupferkabel und Weak Capacitors. Wir haben keine blauen Kisten. Oh, gleich beschränken auf ein Stack, weil ich will nicht, dass das Ding mit den ganzen Kabel wegfrisst.
Ja, sieht doch super aus. 9200 Kupferkabel haben wir gerade. 500 grüne Chips über, 230 rote Chips über, Stahl über. Kupferplatten sehen ein bisschen mau aus, aber das wird an den ganzen Drahtfabriken liegen. Du hättest gerne. Eisenplatten war das? 20. Draht, nicht Kupferplatten. Und die vorherigen Dinger da. Davon bitte aber auch nur so 10 auf Vorrat. Und die hier kriegst du auch noch. So. Oh, du kommst gar nicht hinterher. Was, wir sollten aus dir mal eine gelbe Fabrik machen. Das wird an den Batterien liegen. Wobei, wer verbraucht gerade... Oh, ich habe ein schlecht... Wer verbraucht gerade ganz viele Batterien? Könnten es vielleicht die Lasertürme sein? Ne, habe ich beschränkt, okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Jungs, stopp, aufhören. Ups. So. Und hier bitte weitermachen. Man kann dich optimaler positionieren. Nö. Ein dahin bitte. Ein dahin bitte. Du legst das auf... Ja, legt anders auf die rechte Seite. So, ist gut. Der kann ja nicht weg. So. Go. Und euch. Rein, rein. Das heißt, wenn die jetzt demnächst leer sind, dann ist alles Kupfer hier weg. Die decken alle kleinen Witzelreste dann noch ab. Und das war auch genau richtig, dass ich das jetzt gemacht habe, weil sonst hätten wir gleich keinen Kupfer mehr. Und dann wären unsere ganzen schönen Chip-Reserven aufgebraucht worden. Ja, staut sich hier jetzt nicht wirklich. Weder rot noch grün. Aber solange alle versorgt sind, ist das völlig okay. Wollen wir hier mal Speedmodule reinhauen? Stromsparmodule? Wie viel Strom verbraucht ihr? 60 Kilowatt. 36 Kilowatt. Ist jetzt nicht die Welt, was die verbrauchen. Aber wir haben die Module ja quasi über. Die werden ja nur einmal produziert. Hau ja mal rein. Und theoretisch, wenn wir später diese kleineren Forschungssachen angehen und nicht diese riesen Monster 3000er Aufträge, dann könnten wir da auch Speedmodule reinpacken. Allgemein könnt ihr auch mal mit Beacons arbeiten. Also einfach dazwischen noch Beacons klatschen, die das Ganze dann beschleunigen oder effizienter laufen lassen. Und das sieht schick aus mit diesem Teppich aus Robotern. Seid ihr immer noch alle okay? Ja, nicht mal die Hälfte arbeitet. Das war ein sehr guter Boost mit dem Stack Size. Und das sind alles noch MK0 Roboter, ne? Das geht ja alles nochmal einen wesentlichen Zacken schneller. Schön, schön. Was wollte ich noch machen? Ich wollte noch irgendeine Fabrik gelb machen. Ich glaube, das mit den Kapazitoren da, genau. Du. Zack. Eisenplatten kommen nicht ganz hinterher. Du brauchst noch Ärmchen. Dum, 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 dum. Kannst du bitte mal anfangen zu arbeiten? Gebesserte rein. Go, go, go. Ah, die werden auch ziemlich schnell hergestellt. Zack. Ah, da brauche ich echt viele von. Na gut, werde ich in ein paar Minuten nochmal hingucken. Was haben wir noch alles? Ich habe ein bisschen Holz, das ich gerne wegschmeißen würde. Ich denke, wir müssen unser Zentrallager demnächst auf... Nö, doch nicht. Auch wieder erweitern, dachte ich. Aber hier ist noch gut was frei. Schmeiß die Tränke bitte mal rein. Das bitte rein. Wir haben irgendwie so ein paar viele grüne Ärmchen eingesackt. Die können wir auch nochmal reintun, damit die Forschungsdinger entlastet werden.
Edelsteine waren hier. Topasohr. Den Rest kannst du einsortieren. Wobei wir dafür eigentlich auch erstmal noch Fabriken bräuchten, ne? Also wir bräuchten quasi eine Kette, um die Topase zu verarbeiten. Oder kann ich das von Hand schleifen quasi? Ne, geht nur in Fabriken. Okay, dann nimm bitte... Davon welche? Und dann machen wir jetzt hier... hier... Ich weiß nicht, wie viele Schritte wir brauchen. Ich fange mal hier oben an mit Schritt Nummer 1 aus... Aus Topas? Da aus Topas oder zweimal Crush Topas? Zack. Und da tue ich mein Topas-Erz rein. Jetzt kommen zwei Crush-Topas-Ohr raus. Und dann muss ich gucken, welche ich genau brauche für die Türme. Vier Chunks of Topas für ein. Aber hier kommen jetzt zwei Crushed raus. Und aus einem Crushed kommen zwei Chunks raus. Also, ne? Passt es wieder. Du da, du da. So, du hättest jetzt ganz gerne Crushed. Du hättest ganz gerne Topase. 100 Stück, genau. Das ist ambitioniert. So, und dann kommen da meine Topas-Dinge raus, die ich brauche für die allerersten Türme. Frage ist nur, welche davon brauche ich? Da es momentan aber eher an den Topasen mangelt und nicht an roten Chips, wie zum Beispiel hier oder 40 Stahl, gehe ich glaube ich schon mal auf Silber. Also lila Chips, können wir die Chips überhaupt schon herstellen? Nö, haben wir nicht das Rezept für. Also die letzte Stufe, die High-End-Topas-Türme, die erstmal nicht, aber ich denke Silber können wir schon raufgehen. Das heißt, ich nehme noch eine Fabrik, die mache ich aber von Hand. Da will ich nichts automatisieren. Das heißt, du machst bitte nur aus einem Chunk ein Raw. Zwei Chunks. Achso, und du brauchst jetzt auch noch Stein. Okay, dann kriegst du eine Kiste, aber die liefert bitte nur Stein an. Keine Topase. Ich will ja nicht aus Versehen irgendwann mal in Bedrängnis kommen. So. Du kriegst auch die Module und jetzt die beiden Chunks. Dann kann ich gleich zwei Silbertürme bauen, wenn das denn da fertig ist. Jo, goodie. Und später kann ich dann noch den einen runtersetzen für die Polish-Dinger, die ich dann auch halbautomatisch wie hier genauso mache. Also nur Steine angeliefert werden und den Rest lege ich von Hand rein. Hier fehlt Grün. Ja. Jetzt scheint grün das Bottleneck zu sein. Was fehlt dir denn da? Ärmchen fehlen dir. Okay, wahrscheinlich ist die Ärmchenfabrik einfach noch blau. Richtig. Das ändern wir einfach mal ganz schnell. Und du arbeitest jetzt auch schneller. Oh. Okay. Oh. Wir haben kein Eisen. Okay, dann bringt hier schneller schon mal gar nichts, dann mach stromsparender. Ja, Eisenplatten scheinen aus zu sein. Was ich nicht so ganz nachvoll... Oh. Die hier hinten arbeiten gar nicht. Wir brauchen mehr Mining Drills. Brauchen wir ernsthaft? Okay. Setzt man noch so ein MK2 hier dran. Achso, die Ecke müsste schneller sein, ne? Wir bräuchten jetzt die ganz schnellen Fließbänder. Weil das sieht nicht so wirklich viel voller aus als vorher. Also die linke Seite ein bisschen, ja, aber... Gucken wir mal. Kommt jetzt hier hinten was an? Ganz kleines bisschen, ja. Ja. Ich könnte das so bauen, dass es keine Kurve gibt.
Aber dann würde ich das da oben nicht abbauen. Für die hellblauen Fließbänder, die wir noch gar nicht herstellen können, brauchten wir, glaube ich, Lubricant oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, müssen wir unten bauen. Aber wir haben echt immer noch ein Eisenproblem? Nö, wir haben 1500 Eisen. Das Eisen kommt nur nicht da an bei dem Ding. Warum nicht? Also nur 20 haben willst. Nee, du willst jetzt ab sofort 100 haben. Dann wirst du vielleicht auch eher bestückt. Weil jetzt will er 20 haben, dann werden 20 reingelegt. Die 20 nascht innerhalb von einer Sekunde weg und dann warten die Roboter erstmal. Oh, der hätte gar keine mehr drin. Dann fliegen sie dann erst wieder los und dadurch hatten wir halt einen Leerlauf zwischendrin. Ja, scheint echt das Problem gewesen zu sein. Okay, hapert es irgendwo am Reinlegen oder Rauslegen? Ein kleines bisschen, ne? Bau dann bitte mal davon ein paar. Mach das schneller, mach das schneller. Ja, mach die mal raus, mach die mal rein. Ja. Und mach daraus bitte auch noch eine gelbe Fabrik. Okay. Die da hätte ich noch ganz gern für meinen Capacitor Park. Da. Ah, 15 Stück reichen mir erstmal. So ein kleines bisschen, ne? Stück für Stück. So, du kriegst dann auch noch Stromsparmodule. Ist jetzt ein bisschen Shizu. Einmal mehr Strom, einmal weniger Strom. Aber dafür ist er trotzdem auch noch schneller. Und jetzt müssten wir noch Zahnräder haben. Dadurch können wir noch Ärmchen haben. Schmeiß ich hier auch mal rein. Und auch noch 100 grüne Chips. So, und dadurch kriegen wir mehr blaue Ärmchen. Kriegen wir mehr blaue Ärmchen, dadurch kriegen wir mehr grüne Ärmchen. Und dadurch hauen die Grünen wieder mehr hin. Ah ne, die grünen Ärmchen brauchen wir für die hellblauen Tränke. Das heißt, es hing ja alles echt nur an den kleinen gelben Ärmchen. Okay. Noch irgendwelche Engpässe. Grüne Chips sind auf 195 runter. Sollte sich aber beheben. Laser Turrets ist bei gefühlten 60%. Das heißt, ja, so noch 2-3 Folgen. Und ich bin schon irre gespannt darauf, was für eine Reichweite die haben, wie viel Schaden die machen und so weiter, weil in den Kommentaren stand quasi einheitlich, die sind super. Die sind super duper. Und dann könnte ich es glatt mal riskieren, so eine Basis zu ködern. Nur ich denke, ich setze die ersten dann hier unten, oder nee, da unten an die Ecke. Greife die Basis dann mal an. Nicht mit dem Snipergewehr, sondern einfach so mal ein bisschen reinlaufen, schießen und dann zurücklaufen und gucken, ob die Türme das handeln können. Eine Welle aus einer so einer Basis. Aber das dann in den nächsten Folgen. Also bis denn, ne?